Die AfD. Eine Partei, die rasant wächst, die ihre Antworten oft in der Vergangenheit sucht. Wir wollen so leben, wie wir vor 40 Jahren gelebt haben. Die Alternative für Deutschland. Eine Partei, die die Nation spaltet. Multikulti ist nicht bunt. Denn wenn man genau schaut, ist Multikulti in Deutschland Burka Schwarz. Die AfD. Eine Partei mit radikalen Partnern in Europa, die sich innenpolitisch ganz zahm gibt. Wir sind die Partei der kleinen Leute, die zum Teil zu kurz gekommen sind. Die AfD. Wie tickt die Partei, die in immer mehr Landesparlamente einzieht? Die Recherche führt ins Saarland. Hier möchte die AfD in den nächsten Wochen erstmalig in den Landtag einziehen. Wir treffen Christian Wirth. Das ehemalige FDP-Mitglied ist im Herbst 2015 der AfD beigetreten, will Bundestagsabgeordneter werden. Seine Motivation, sich in der Partei zu engagieren, war der Frust über das sogenannte Establishment. Es war einfach der Punkt, als ich gemerkt habe, dass man als liberal-konservativer Mensch keine Stimme mehr hat in diesem Land. Dass, wenn man gegen die Politik Correctness redet, also gegen Frau Merkel redet, direkt in die Nazi-Ecke gestellt wird, mit einer Keule totgeschlagen wird, stigmatisiert wird. Das hat mich am meisten aufgeregt, dass die Meinungsfreiheit nicht mehr gewährleistet ist in diesem Land. Die AfD Saarland sollte im letzten Jahr wegen Kontakten zu Rechtsextremisten aufgelöst werden. Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. Doch noch immer herrscht ein innerparteilicher Kampf um die Macht. Wir sind mit einem Freundeskreis von AfD-Mitgliedern verabredet, der sogenannten Parteibasis. Uns interessiert, warum die AfD für sie eine echte Alternative zu den etablierten Parteien ist. Wir wollen das Grundgesetz. Wir wollen, dass die Gesetze, die gelten, dass die auch eingehalten werden. Wir wollen keine neuen Gesetze. Wir wollen nichts ändern. Wir wollen so leben, wie wir vor 40 Jahren gelebt haben. Und wenn jetzt jedes Jahr 1 Million Einwohner, Einwanderer hinzukommen, ja, dann haben wir in 20 Jahren ein anderes Land. Und wir wollen kein anderes Land. Wo würden Sie da die Probleme sehen an diesem anderen Land? Wir können ja auch sagen, es bereichert sich, es gibt viel mehr buntes Essen, bunte Haare, bunte Kleidung. Ja, also Deutschland macht nicht nur aus das Essen und die Kleidung. Mein Horror ist, dass wir in 20, 30 Jahren eine 50-50-Gesellschaft haben von Deutschen und Einwanderern und dann wird der Ressourcenkampf stattfinden und dann wird der Kampf um die kulturelle Hoheit stattfinden. Es sind Bildungsbürger. Ein Jurist, ein Arzt, ein angehender Lehrer. So manches, was hier offen ausgesprochen wird, ist nicht nur lauter Protest gegen die Zustände im Land, sondern auch geprägt von diffusen Ängsten. Die Vermehrungsrate unter Moslems ist nur 5-mal höher als die deutsche. Und man kann sich ausrechnen, dass in 40 Jahren hier mehr laufen an Moslems als Deutsche. Was jetzt geschehen ist, dass man sehr viele Horden, muss man fast sagen, junger Männer unkontrolliert einreisen hat lassen, die schon sozialisiert sind in ihren Ländern, die ein aschaarisches Frauenbild haben, eine aschaarische Kultur haben, die im Prinzip wirklich noch im 6. Jahrhundert leben, in ihren Vorstellungen. Und die werden nicht von der Aufklärung in der Muse geküsst und dem Humanismus, in dem sie über die Grenze laufen. Der Deutsche beginnt langsam zu erkennen, dass die Sozialdemokratie, Entschuldigung, ihn 100 Jahre lang nur verarscht hat. Und in Zukunft werden es sogenannte rechte Parteien sein, die sich für die Interessen der kleinen Leute einsetzen und nicht mehr die Linken. Die AfD als echte Alternative? Wir nehmen uns das Parteiprogramm vor. Als erstes fällt auf, die Partei ist gegen den Islam, gegen Europa, gegen eine unkontrollierte Zuwanderung. Die AfD, in ihrer eigenen Wahrnehmung ist sie rechtskonservativ, in den Augen politischer Gegner rechtsextrem. Wir wollen es genau herausfinden und analysieren das Papier. Auffallend gleich zu Beginn, die Partei fordert die Eindämmung des politischen Lobbyismus und eine radikale Beschränkung der Nebentätigkeiten von Abgeordneten.
Sehr wichtig ist der Partei auch die Einführung von Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild. Die Nationalstaaten sollen gestärkt, die EU zurückgedrängt und der Euro abgeschafft werden. So hätte der deutsche Staat mehr Geld, auch für die kleinen Leute. Doch die AfD geht weiter. An anderer Stelle geht es gegen Muslime und Flüchtlinge. Hier werden Minderheitenrechte in Frage gestellt. So heißt es im Programm, der Islam gehört nicht zu Deutschland und auch Koranschulen sollen geschlossen werden. Passend dazu die Forderung nach einer deutschen Leitkultur statt Multikulti. Das Programm ist eine Mischung rechtskonservativer und rechtspopulistischer Forderungen. Das allein kann den Aufstieg der AfD nicht erklären. Technische Universität Dresden. Hier treffen wir den bekannten Parteienforscher Werner Patzelt. Und der sieht die Gründe des AfD-Erfolgs vor allem im Wandel der CDU. Es war ein sehr kluger Zug der Parteivorsitzenden Merkel, sozusagen eine Frontbegradigung nach links vollzogen zu haben und sich von links her nicht mehr angreifbar zu machen. Wenn die Parteivorsitzende zugleich den rechten Flügel, den konservativen Flügel der CDU gepflegt hätte, wäre sie an der absoluten Mehrheit nicht mehr zu hindern. Aber leider Gottes ging die taktisch und strategisch kluge Öffnung nach links einher mit einer Abgrenzung zu den konservativen Kreisen der CDU. Und das hat jenen politischen Raum freigemacht, den nun die AfD zu besiedeln beginnt. Patzelt sieht die Gesellschaft tief gespalten. Besondere Reizthemen seien der Umgang mit dem Islam, der Nation und Multikulti. Die ständigen Appelle an Toleranz und Weltoffenheit überfordere jene, die den Verlust der deutschen Identität fürchten. Was wir in Deutschland haben, ist der erfolgreiche Marsch der 68er durch die Institutionen. Wir haben ganz ohne Zweifel im kulturellen, im medialen, im wissenschaftlichen Bereich eine links-grüne Hegemonie. Und das ist auch ganz legitim. Aber sie ist eben da und gegen diese Hegemonie revoltieren nun immer mehr Leute. Revoltiert wird auch im Ländle. Gut 15% haben in Baden-Württemberg vor einem Jahr AfD gewählt. Und immer noch gibt es Übertritte aus anderen Parteien zur AfD. Malte Kaufmann etwa. Der Immobilienmakler war im Vorstand der CDU Nordbaden und der CDU Mittelstandsvereinigung. Kaufmann hat vor kurzem seine alte Partei, die Union, verlassen. Sein Grund? Die Wirtschaftspolitik. Jetzt hat er einen Aufnahmeantrag bei der AfD gestellt. Wir werden immer weiter belastet als Unternehmer, immer mehr Dokumentationspflichten. Inzwischen auch soziale Verantwortung muss dokumentiert werden für Betriebe ab 500 Mitarbeitern. Dann hat sich die CDU konzentriert auf Frauenquoten in Aufsichtsräten, auf Elternzeit für Väter. Also solche Themen, die die Wirtschaft letztendlich in meinen Augen nicht weiterbringen. Aber es gibt noch andere Gründe für ihn. Die AfD vertritt patriotische und traditionelle Werte. Auch das ist dem überzeugten Christen wichtig. Wo wären für Sie Grenzen, wenn es eine rassistische AfD-Politik würde? Wäre mit Ihnen Rassismus oder Antisemitismus machbar? Da würde die Partei wieder verschwinden. Sicherlich gibt es diese Phänomene hier und da, die gibt es aber auch bei der CDU. Also da habe ich auch einige Stammtischparolen gehört, die rassistisch waren. Aber die Partei würde nicht überleben, also wenn praktisch solche Leute da am Ende das Sagen hätten. Und Sie wären nicht mehr dabei? Das sind doch hypothetische Fragen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die AfD so eine Entwicklung nimmt. Dann wäre ich tatsächlich nicht mehr dabei, aber ich glaube es, ich rechne damit nicht. Selbstständige wie Malte Kaufmann sind nur eine Gruppe. Die AfD ist ein Sammelbecken für viele Enttäuschte. Vor allem Arbeiter gehören dazu. Wir fahren nach Bendorf in Rheinland-Pfalz. Hier sind wir mit einem Mann verabredet, der sein gesamtes Arbeiterleben politisch links war. Ein echter Malocher, der sein Geld in einem Aluminiumwerk verdient hat und für den es selbstverständlich war, SPD zu wählen. 60er Jahre, da war der Vietnamkrieg. Da war dann so mein Held Rudi Dutschke zu der Zeit. Also ich war da schon links eingestellt. Und dann bei allen Wahlen war für mich selbstverständlich Sozialdemokratie wählen, ne? Also SPD. Warum? Ja, weil ich war Arbeiter. Ich war, und die Partei hat meine Rechte wahrgenommen. Ne?
Seit 2 Jahren ist Paul Mitglied in der AfD. Und das, nachdem er den Sozialdemokraten immer wieder im Wahlkampf beistand, wie er uns erzählt. Über 40 Jahre lang war er Mitglied der Gewerkschaft. Stolz zeigt er uns sein Mitgliedsbuch. Doch seit Jahren kommt es zu einer Entfremdung zu den traditionellen Arbeitervertretern. Die SPD war für mich seit Schröder nicht mehr wählbar. Und da war nichts anderes in Sicht. War keine Opposition da. Welche? Soll ich die Linken? Nee. Die alten Stasi-Leute? Auf keinen Fall. Soll ich die Grünen wählen? Die Grünen sind für mich mittlerweile Spinner. Also die haben praktisch das reale Leben gar nicht mehr im Blickwinkel. Und da war nichts. Und dann kam die AfD. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und dann war mir klar, das ist die Partei, der kannst du jetzt vertrauen. Hermann Paul ein Einzelfall? Zumindest bei den letzten Landtagswahlen in Berlin und Sachsen-Anhalt wählten die meisten Arbeiter AfD. Warum? Das erklärt uns an der Freien Universität Berlin der bekannte Parteienforscher Carsten Koschmieder. Wenn man davon ausgeht, dass die AfD vor allen Dingen bei denen Erfolg hat, die sich Sorgen machen, erstens um wirtschaftliche Veränderungen, Verschlechterungen, und zweitens auch vor sozialen Veränderungen, dann betrifft es Arbeiter in einem besonderen Maße. Arbeiter und Arbeiterinnen sind natürlich von Altersarmut, von steigenden Mieten viel stärker bedroht als jemand, der ein hohes Einkommen hat, der vielleicht auch einen gesicherteren Arbeitsplatz hat. Das ist das eine. Und das zweite ist auch, dass sich Arbeiterinnen durch Phänomene wie die Globalisierung oder ins Land kommende Fremde stärker bedroht fühlen, auch vielleicht sogar objektiv stärker bedroht fühlen müssen, weil natürlich die Arbeitsplätze eines einfachen Arbeiters durch die Globalisierung eher verloren gehen als der Arbeitsplatz von einem promovierten Chemiker beispielsweise. Ängste, die Arbeiter in ganz Europa teilen. Hier in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle trifft sich Ende Januar 2017 die Elite der europäischen Rechten. Es sind besonders rechtspopulistische Parteien, die durch ihre Parolen gegen EU und Globalisierung bei Wahlen gewinnen. Seit 2013 hat allein die AfD den Einzug in 10 Landtage geschafft. Wir begrüßen die Bundessprecherin der Alternative für Deutschland, Vorsitzende der sächsischen AfD-Fraktion, Dr. Frauke Petri. Erstmals wird auch die AfD international ernst genommen. Gastgeber des Kongresses ist der AfD-Abgeordnete Markus Prezell. Der Ehemann von Frauke Petri träumt von einem neuen Europa der starken Nationen. Es wird ein besseres sein als das Europa, was wir bislang kennen. Es wird das beste Europa sein, was wir jemals hatten, meine Damen und Herren. Im Wahljahr 2017 Solidarität grenzübergreifend. Die europäische Rechte zeigt demonstrativ Geschlossenheit. An diesem Tag hetzen sie gegen die Europäische Union, gegen Liberale, Muslime und Einwanderer. Das, was die europäische Rechte hier präsentiert, ist völkisches Denken. Und die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petri reiht sich nahtlos ein. Während Hunderttausende, Millionen, meist analphabetische junge Männer aus einer fernen und in Teilen gewalttätigen Kultur unseren Kontinent invadieren, predigen Politik und viele Medien in einem Fort Willkommen und Toleranz. Heute steht die Homogenisierung der Völker oder ihre Durchmischung, ihre planlose und demokratielose Durchmischung, ihre Umwandlung in Bevölkerungen auf dem Plan. Und das sind die Partner Frauke Petris. Rechtspopulisten aus Österreich und Rechtsradikale aus Frankreich. Sie machen Stimmung gegen Fremde, genauso wie Geert Wilders von der holländischen Partei der Freiheit. Frauen haben Angst, ihr blondes Haar zu zeigen. Wie schützen wir unser Land und unsere Identität von der Massa-Immigration? Dass wir uns für Europa und für unsere Staaten das Recht zurückholen, über unsere Grenzen bestimmen zu können. Dass wir uns das Recht zurückholen, darüber zu entscheiden, wen wir in unsere Länder lassen und wen wir nicht in unsere Länder lassen. Ich weiß. Wenn wir die Hebel unserer Souveränität wiederfinden, finden wir gleichzeitig den Geschmack an unserer eigenen Kultur wieder. Ich erwarte diesen Moment mit Hoffnung. Und ich weiß, dass das Trachten der Völker nach Freiheit sowieso nicht mehr aufgehalten werden kann. Es leben die Nationen Europas. Es lebe das Europa der Nationen.
Sie alle eint das Ziel einer Festung Europa. Warum macht die Alternative für Deutschland, die sich selbst als konservativ einordnet, mit Rechtsradikalen gemeinsame Sache? Eine Frage, die wir gerne dem Veranstalter Markus Pretzell gestellt hätten. Doch statt Antworten gibt es einen Rauswurf. Gib ihm kein Interview heute. Gib ihm heute kein Interview. Das ist in Ordnung. Das nennt sich Pressefreiheit. Die ist auch andersrum. So interpretiert der AfD-Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen Pressefreiheit. Und auch die Bundesvorsitzende der AfD, Frauke Petry, steht für ein Interview nicht bereit. Antworten erhoffen wir uns in Stuttgart. Hier treffen wir den anderen Bundesvorsitzenden der AfD. Er ist bereit, uns ein Interview zu geben. Jörg Meuthen ist derzeit Fraktionschef im Stuttgarter Landtag. Im Gegensatz zu Frauke Petry ist der Wirtschaftsprofessor offen für kritische Nachfragen. Von ihm möchten wir wissen, warum die AfD mit europäischen Rechtsradikalen eine Verbrüderung feiert. Warum so ein Europakongress? Warum eine Partnerschaft mit dem Front National? Das ist ja eine Partei, die am Rand des Extremismus steht. Das müssen Sie diejenigen fragen, die auf diese Partnerschaft abstellen. Das sind Frau Petry und Herr Pretzell zuvorderst. Ich sehe das sehr kritisch, weil sie zu Teilen nationalistisch sind, weil sie protektionistisch sind. Wo wir patriotisch sind und marktwirtschaftlich aufgestellt sind, da sind doch erheblich inhaltliche Unterschiede. Und deswegen würde ich diesen Schulterschluss nicht suchen. Patriotismus statt Nationalismus. Jörg Meuthen sieht den Koblenzer Schulterschluss mit Rechtsradikalen als Gefahr für seine Partei. Es ist uns aufgetragen, Schritt für Schritt klarer herauszustellen, dass eine konservative, eine freiheitliche, eine patriotische Partei ist, ja jede Form von Extremismus aber fernliegt. Wenn uns das gelingt, werden wir als neue Volkspartei hoch erfolgreich sein. Wenn uns das misslingt, werden wir von der Bildfläche verschwinden. Keine Skandale, keine Extremisten, keine Schlagzeilen. Die rheinland-pfälzische AfD gilt auch in den Augen des Bundesvorsitzenden Meuthen als ein Musterverband. Der Fraktionsvorsitzende Uwe Junge sieht seine AfD in der Tradition der alten, der konservativen CDU. Ich war immer überzeugter Christdemokrat, weil ich eine auch christlich-konservative Grundhaltung habe, die aber eben, wie gesagt, mehr und mehr in der CDU verloren gegangen ist, eine Sozialdemokratisierung nach und nach stattgefunden hat. Junge hält an den konservativen Grundwerten fest, die auch seine Karriere als Offizier bei der Bundeswehr prägen. Politische Berührungspunkte in der Landespolitik gäbe es durchaus mit der CDU, auch wenn von echter Gegenliebe noch keine Rede sein könne. Ich höre aber durchaus Stimmen auch aus der CDU-Fraktion, die mit unseren Positionen sehr gut klarkommen würden. Aber durch die Stigmatisierung, die wir durchaus erleben, hält die CDU sich da noch sehr, sehr stark zurück. Folgen der Stigmatisierung sieht man deutlich am 29. Januar in Mainz-Weisenau. Für die Gegendemonstranten sind die AfD-Anhänger schlicht Nazis. Nazi-Schweine raus aus den Kellern! Uwe Junge und die rheinland-pfälzische AfD haben zum Neujahrsempfang geladen. Veranstaltungsort ist die historische Burg Weisenau. Eine noble Kulisse für prominente Gäste wie den AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen, ein persönlicher Freund von Uwe Junge. Der Abend ist auch ein Beleg für den Patriotismus, den die rechte Wählerschaft lange vermisst hat. Aber selbst in diesen moderaten AfD-Kreisen wird der Islam abgelehnt, auch wenn sich die Kritik vermeintlich nur gegen Fundamentalisten richtet. So stark prägende fundamentale Islam, und um den geht es, den fundamentalen Islam, und der feste Glaube an die Scharia steht wie eine unsichtbare Wand gegen alles, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmacht. Er ist mit unserem freiheitlichen Gesellschaftsmodell nicht kompatibel, hat weder historische noch kulturelle Wurzeln in unserem Land. Liebe Freunde, ich sage das aus voller Überzeugung. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Radikal gegen den Islam, radikal aber auch gegen Parteifreunde aus der rechten Ecke, die Junge am liebsten aus der AfD verbannen würde. Noch ein paar Worte an die eigene Adresse. Aus gutem Grund
ist Björn Höcke auch nicht im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz aufgetreten. Und ich bin auch zukünftig nicht mehr bereit, seine Tabubrüche auf meine Kosten, auf Kosten unserer Mitglieder und auf Kosten der Fraktion aushalten zu müssen. Gemeint ist der Thüringer Fraktionsvorsitzende Björn Höcke. Zuletzt sorgte der Parteirechte Mitte Januar in Dresden mit einer Rede bundesweit für Empörung. Besonders zwei Passagen werden diskutiert. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt einpflanzt. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Die Rede führt dazu, dass der Bundesvorstand ein Parteiausschlussverfahren wegen parteischädigendem Verhalten eingeleitet hat. Vorläufiger Höhepunkt in einem parteiinternen Hauen und Stechen mit wechselnden Darstellern. Wieder fragen wir bei Frauke Petri ein Interview an. Äußern will sie sich ebenfalls zum Fall Höcke nicht. Auch über den tiefen Riss, den wir inzwischen deutlich erkennen, will sie nicht mit uns sprechen. In Potsdam besuchen wir ihren Stellvertreter. Der Fraktionschef der AfD im Brandenburger Landtag gilt als graue Eminenz der jungen Partei. Alexander Gaulands Aussagen decken sich mit unserer Recherche. Bei dem Streit zwischen Höcke und der AfD-Vorsitzenden Frauke Petri geht es weniger um Inhalte, sondern vor allem um Macht. Frauke Petri möchte möglichst schnell in einem Regierungsamt ankommen und möchte die AfD jedenfalls mittelfristig, vielleicht mal kurzfristig, zur Regierungspartei machen, also kleine Koalition mit der CDU. Das möchte Höcke nicht, ich auch nicht, weil da würden wir untergehen. Und insofern fürchten wir, eine zu frühe Regierungsbeteiligung, während wir eigentlich noch, schwach sind verhältnismäßig. Und das ist der eigentliche, wirkliche Unterschied zwischen uns, zwischen den sogenannten Flügeln. Mehr inhaltlich ist das gar nicht viel. Alexander Gauland geht noch weiter. Er wirft Frauke Petri Unaufrichtigkeit vor, besonders nach ihrem Schulterschluss mit Europas rechtsradikalen Eliten in Koblenz. Ich sehe da wenig ideologische Differenz. Ich weiß nicht so recht, was Frauke Petri von Björn Höcke wirklich unterscheidet. Wenn Sie sich anschauen, dass Markus Brezel und Frauke Petri Marine Le Pen umarmen, dann weiß ich nicht, was daran linker oder liberal oder was auch immer sein soll. Ich sehe diese Differenzen nicht. Die Differenzen sind zum Teil leider stark machtpolitisch geprägt. Proteste beim AfD-Neujahrsempfang in Münster. Das Bild einer gemäßigten Parteivorsitzenden Petri bröckelt. Spätestens seit Koblenz zählt auch sie inhaltlich zu den Radikalen innerhalb der AfD. Ihr Versuch, Höcke aus der Partei zu drängen, zeigt lediglich ihr Streben nach Macht. Und er steht ihr in nichts nach. Ihr Ehemann Markus Prezell, einer von zwei Vorsitzenden im größten Landesverband der AfD in Nordrhein-Westfalen. Als Europaabgeordneter hat er den Schulterschluss mit der europäischen Rechten initiiert. Entscheidend die Macht von Petri mit gefestigt. Mit uns sprechen will er auch hier nicht. Dafür tut es der andere Vorsitzende, Martin Renner. Gemeinsam mit Markus Prezell führt er die Partei in Nordrhein-Westfalen an. Als Gründungsmitglied der AfD und langjähriger Sprecher hat er ihre Ideologie mit geprägt. Der frisch gewählte Spitzenkandidat für die Bundestagswahl 2017 steht ZDF Zoom Rede und Antwort. Was ich oft und öfter sage, ist, dass Schwarz-Rot-Gold die Farben unseres Staates, unserer Nation sind und Schwarz-Rot-Grün die Farben derjenigen sind, die dieses Land zerstören werden, ja. Renner stand in der Anfangszeit für die unliebsamen rechten Positionen in der Partei. Heute repräsentiert er die Meinung vieler. Und er hat auch einen passenden Vergleich zur Hand.
der Trump ist die AfD Amerikas. Das ist zwar ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, vielleicht hinkt er sogar auf beiden Beinen. Aber wir, so wie Trump auch in den USA, wir sehen, dass die etablierte Politik mit ihren After-Organisationen, den Kirchen, den Gewerkschaften, den NGOs und den Unternehmen der Sozialindustrie sich im Grunde so ein bisschen zusammengeschlossen haben wie eine Art Beutegemeinschaft gegen die werteschaffenden Milieus, gegen die gesellschaftlich relevanten Gruppierungen. Kampf dem Establishment. Auch das erinnert an Trump. Aber Wahlkampfthema Nummer 1 in Nordrhein-Westfalen ist die Einwanderungspolitik. Für Renner jedoch ist der radikale Islam die größte Bedrohung. Ich sehe den Islam als potenziell für unsere Gesellschaft, in der Form, wie wir leben wollen in unserer Gesellschaft, als eine potenzielle große Gefahr. Für mich genauso groß die Gefahr wie früher der Faschismus. Ist da nicht gefährlich, die ganze Glaubensgruppe, wo dann die überwiegende Mehrzahl auf dem Bundesgrundgesetz stehen, gleich mit in den Generalverdacht zu setzen? Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, waren nicht 100% der Deutschen Anhänger der Nationalsozialisten. Es haben ein paar wenige Prozent von extremen Nationalsozialisten ausgereicht, um diese zerstörerische Wirkung in Deutschland zu erzielen. Muslime gleich Nazis? Es sind diese Parolen und Vergleiche, die politische Gegner erschüttern. Für manche Politiker ist das Grund genug, zu fordern, die Partei vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen. Die AfD wird in der politischen Auseinandersetzung als extremistisch, das heißt verfassungsfeindlich, gebrandmarkt. Gerade nach der Rede von Björn Höcke in Dresden sind diese Rufe wieder lauter geworden. Erfurt, Thüringen, das Bundesland, in dem Björn Höcke die AfD dominiert. Hier fällt die Partei immer wieder durch radikale Äußerungen auf. Wir wollen vom Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen wissen, ob die AfD nicht beobachtet werden müsse. Der Präsident Stefan J. Kramer bezieht klar Stellung. Naja, wir haben ja gerade erst die Rede des Fraktionsvorsitzenden Höcke in Dresden gehabt. Wir haben im letzten Jahr in der Diskussion Schießbefehl gehabt, um nur einige wenige Bereiche zu nennen. Wir haben auch die klare und deutliche Positionierung gegen die Muslime, gegen den Islam. All das könnten Indikatoren sein, die in eine solche Richtung gehen. Aber wie gesagt, wir haben das geprüft und sind bisher zu dem Schluss gekommen, dass es noch nicht ausreicht. Klare Ansage, die AfD als demokratisch gewählte Partei ist zurzeit kein Beobachtungsobjekt, weder des Thüringer Amts für Verfassungsschutz noch im Verbund. Der Verdacht, die Verfassungsschutzämter sollen in der Auseinandersetzung mit der AfD instrumentalisiert werden. Zu oft und schon fast reflexartig wird immer wieder eine Überwachung gefordert. Politischer und öffentlicher Druck, dem die Ämter aber standhalten. Naja, ich bin nicht unbedingt begeistert, wenn ich dann montags morgens wieder in den Medien lesen muss, dass der oder die eine Politikerin entsprechende Forderungen aufgestellt haben, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten. Aber ich sag mal so, wir lassen uns nicht instrumentalisieren, sondern wir haben klare Maßstäbe und klare Vorgaben. Und die machen uns eben nicht zu einer Meinungspolizei in diesem Wettbewerb der politischen Parteien miteinander. Das müssen die schon alleine austragen. Ein klarer Appell an die Politik, sich mit der AfD inhaltlich auseinanderzusetzen, sich im demokratischen Wettkampf untereinander zu positionieren. Aber auffallend ist auch, dass es innerhalb der AfD brodelt. Radikale Positionen und diffuse Machtkämpfe stellen sie vor eine Zerreißprobe. Noch ist die AfD eine ambitionierte Protestpartei. Ende offen.